Ja, auch mich hat es erwischt bei der Ice Bucket Challenge. Danke dafür an meinen Papa. Ich bin allerdings genau der gleichen Meinung wie er. Und zwar denke ich, dass ALS eine wirklich schlimme Krankheit ist, die niemanden treffen sollte und die eigentlich niemand bekommen sollte. Aber mit 30 Millionen oder über 30 Millionen Euro an Spenden hatten sie das große Glück, eine Menge sammeln zu können. Daher möchte auch ich das Augenmerk auf die MS, auf die Multiple Sklerose legen. Leute, die mich kennen, werden wissen, warum ich das tue. Und zwar werde ich auch mit diesem Video genau das gleiche wie bei meinem Papa, das Video von ihm werde ich auch hier verlinken, werde ich dieses Video auf YouTube stellen. Und dort werde ich dann Werbung hinterlegen. Und diese Werbung finanziert dann ein Konto, beziehungsweise das Geld, was mit dieser Werbung verdient wird, geht auf ein spezielles Konto. Es ist genau das gleiche wie bei meinem Vater. Und wir lassen das ein Jahr laufen. Also teilt bitte so viel wie möglich das Video von meinem Vater und von mir, damit es so viele Leute wie möglich sehen und desto mehr Spenden können natürlich auch gesammelt werden. Und nach diesem einen Jahr werden wir uns wieder melden und euch erzählen, was auf diesem Konto ist. Und alles, was da drauf gelandet ist, wird an die MS-Forschung gestiftet. Und ja, wir denken, dass wir damit auch mal ein bisschen was tun können für andere Krankheiten, die auch unheilbar sind und die auch noch nicht so entdeckt sind. Wer wissen möchte, was MS ist, kann sich gerne nochmal das Video von meinem Papa angucken oder es googeln oder sonst was. Ja, also bitte teilt es so oft wie möglich, damit so viele Klicks wie möglich zusammenkommen und dann hoffe ich, dass wir eine große Menge an Spenden sammeln können. Jetzt zum Spaß. Also, ich nominiere Lisa Hubertz, Mareike Staudacher. Ich hab euch lieb, viel Spaß. Du darfst, Mama.